Ausschlafen statt pendeln. Familie statt pendeln. Unsere Region hat viel zu bieten. Nicht nur eine tolle, lebenswerte Landschaft, sondern auch äußerst attraktive Arbeitgeber. Starten Sie Ihre Heimatkarriere und finden Sie Ihren Job in der Region. Jetzt auf www.jobsinlimburg-weilburg.de. Flüssigbrot. Ja, Sie haben schon richtig gehört. Flüssigbrot. Das Beste, was ein Brot werden kann. So die Aussage von Britta Schafroth, Mario Roth und Thomas Kilian. Das war eine Schnapsidee. Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Bäckerei Roth in Brechen wurde die Idee geboren, aus den unverkäuflichen Brotresten etwas Besonderes zu kreieren. Ja, nee, wir haben einfach gedacht, man könnte aus Brot doch bestimmt noch was anderes machen als Paniermehl oder sowas. Also aus den Resten, die wir einfach übrig haben. Und von daher war der Gedanke, versuchen wir es doch mal mit Schnaps. Und diese Schnapsidee hat dann doch einiges Kopfzerbrechen bereitet. Allererstes mussten wir mal jemanden finden, der das auch gut findet. Und da waren wir ganz schnell beim Thomas Kilian, der da ganz genauso angetan war wie wir und sich daran gemacht hat und experimentiert hat, und um rauszufinden, wie man aus Brot Schnaps macht, das ein bisschen anders läuft, als wenn man es einfach aus dem Getreide macht. Der Herstellungsprozess beginnt mit dem Zerkleinern der alten Brotreste. Einmal in Scheiben geschnitten, werden sie erneut gebacken bzw. geröstet. Ich muss das ja trocken haben, um das durch die Mühle zu bekommen. Dafür muss das jetzt geröstet werden, wie Paniermehl quasi, und dann kann ich das durchmachen. Wenn es so trocken oder feucht ist, dann bleibt das mir hängen. Weißbrot, Roggen, Kümmel oder Sechskornbrot, Backesberg, Taunuskruste und wie sie alle heißen mögen. Sämtliche Brotsorten gehen bei Roths den Weg vom Brot zum Schnaps. Also das ist das, was am Ende den Geschmack gibt. Das sind einfach die Getreidesorten, die drin sind. Es sind ja auch Brote mit Hafer und Gerste dabei. Also ganz, ganz wild durcheinander, und denke ich, das ist das, was am Ende den Geschmack macht. Ist das Brot einmal durchgetrocknet, geht es den Weg durch die Mühle, wo die Stücke ein erstes Mal zu feinen Bröseln vermahlen werden. In dieser Form wird der Rohstoff für das Flüssigbrot der Dauborner Schnapsbrennerei Kilian angeliefert. Hier wird es ein weiteres Mal in einer Mühle zerkleinert. Es wird nochmal feiner geschroten, damit mehr aufgebrochen wird, damit die Vergärung dann besser funktioniert letztendlich. Gegenüber dem beim Schnapsbrennen herkömmlich eingesetzten Getreide erreicht man mit dem gebackenen Korn, also mit den Brotresten, einen außergewöhnlichen Schnapsgeschmack. Der Geschmack ist dahingehend anders, dass ja die Gewürze, die Zutaten zu dem Brot auch durch die Destillation mit hervorgebracht werden. Dazu kommt natürlich beim Flüssigbrot anschließend noch die Fassreife, dass wir das im Fass noch auslagern. Unter lautem Getöse wird nun mit Wasserdampf das Wasser für das Ansetzen der Maische im Kessel erhitzt. Genau, jetzt erhitzen wir das Wasser, um das Schrot einzumeischen quasi. Wir befinden uns hier im Allerheiligsten der historischen Brennerei Kilian, wo die Kunst des Schnapsbrennens schon über Generationen hinweg von den Vätern an die Söhne weitergegeben wurde. Ja, die Anlage wird nicht gesteuert, digital gesteuert, wie das heute so ist, sondern sie wird wirklich per Hand gefahren. Das heißt, alle Einstellungen gehen über ein Dampfrad oder über die Zufuhr von Wasser ohne automatisierte Kontrollen. Das heißt, der Brenner muss halt eben genau die Anlage kennen. Dazu bedarf es natürlich einiger Erfahrung. Wie gesagt, wo die Erfahrung an die Söhne weitergegeben wurde. Neugierige Reporter bekommen dann auch schon mal einen Korb. Auf wie viel Grad wird das jetzt hochgefahren? Das sind Rezeptgeheimnisse. Wir haben so gewisse Sachen, die haben wir selbst in langen Testverfahren ausprobiert und... Über ein halbes Jahr hat Thomas Kilian an dieser ungewöhnlichen Herausforderung experimentiert. Es ist von daher gehend schwieriger, da ja in dem Brot andere Substanzen drin sind und das Brot ja schon mal vergoren war. Und
dadurch müssen wir natürlich in der Lage sein, jetzt dieses geschrobene Brot noch einmal zum Vergären zu bringen. Und da sind so gewisse Kniffs und Tricks dazu nötig. Das ist eigentlich die größte Herausforderung dabei. Nachher der Destillationsprozess, das Vergären dann nach dem Einmeischen, das geht alles dann seinen Gang, wie bei jedem, sei es ein Obstbrand, sei es ein Kornbrand. Das ist dann der normale Vorgang, den wir dann ja nachher auch sehen. Beim Maischen hat der Schnapsbrenner auf viele akribisch notierte Faktoren zu achten. Unter anderem müssen Temperaturverläufe und der pH-Wert genauestens eingehalten werden, da all diese Dinge entscheidenden Einfluss auf den folgenden Gärprozess haben. Nachdem die Maische fertig angesetzt ist, wird sie in den Gärbehälter gepumpt, wo sie 3 Tage Zeit zum Reifen bekommt. Nach der Gärung findet der eigentliche Brennprozess statt. Die vergorene Maische wird in die Brennblase gegeben, in der sie mit heißem Wasserdampf erhitzt wird. Und nun donnert sie los, wie ein gewaltiges Gewitter in den Bergen. Der Boden bebt, es zischt und grummelt. Der Destillationsprozess beginnt. Wir geben den Dampf auf die Brennblase, sodass wir quasi die Maische erhitzen, um den Alkohol von der Maische loszulösen. Wie schon erwähnt, wird die ganze Anlage von Hand gesteuert. Während des Brennprozesses müssen die Temperaturanzeige und die Alkoholspindel ständig beobachtet werden. Nachlässigkeiten werden sofort bestraft. Wenn ich jetzt zu viel Dampf auf die Brennblase gebe, dann würde es die Maische durch die komplette Anlage drücken und dann käme hier vorne die braune Maische aus der Vorlage heraus. Und dann muss ich das Ganze abstellen und dann muss die komplette Anlage gereinigt werden und die Maische ist futsch. Die ersten Liter Rohalkohol haben die Anlage verlassen. So, jetzt haben wir den Vorlauf quasi abgeschieden, der eventuell noch eventuell auch Methanol enthalten kann oder andere Giftstoffe. Und jetzt gehen wir quasi in das Herzstück unseres Brandes. Das heißt, die Menge, die verarbeitet wird, die weiterverarbeitet wird. Im Anschluss an den Brennprozess wird der Alkohol in Holzfässer gefüllt. Die Lagerung in Holzfässern und die Abgabe der Gerbstoffe aus dem Holz verfeinern den Geschmack des Flüssigbrot und mildert die Schärfe und Härte nach dem Brand. Der Gedanke ist im Prinzip eine Fusion aus diesem Eichenholzgeschmack und dem Korngeschmack, den wir durch die Destillation erzielen. Und da hat man natürlich einen gewissen Spielraum, je nachdem, wie man es vom Geschmack gerne hätte. Nach ca. 2 bis 3 Monaten und diversen Geschmacksproben hat das Flüssigbrot seinen endgültigen Geschmack erhalten, der bei den Kunden der Bäckerei Roth sehr gut ankommt. Sehr bekömmlich. Läuft runter wie Öl. Stimmt. Also findet überall seinen Platz. Ja, genau. Flüssigbrot, ein feiner Brand, hell, goldfarben im Glas mit leichter Schärfe in der Nase. Vollmundig, mild und fein, mit weichen Anklängen von Honig im Mund. Man möchte immer wieder ein Schlückchen davon nehmen. Und so läuft der feine Brand wie geschnitten Brot in der Bäckerei der Familie Roth.